144 Meter lang und 1300 Tonnen schwer. Der grösste Kran der Schweiz steht momentan in St. Gallen. Wieso, dass es so einen riesen Kran für die Autobahnüberbauung über dem Rosenbergtunnel braucht, erklärt der Projektleiter Oskar Seger. Ursprünglich hat man mal geplant, die Arbeiten von der Autobahn aus zu machen mit einem kleineren Kran. Man hat aber pro Nachtspirit zu viel Zeit gebraucht, um den Kran jeweils auf- und abzubauen. Dann haben wir uns entschieden, dass wir außerhalb der Autobahn einen grösseren Kran aufstellen, sodass wir parat sind per erster Sperrminute von einer Nachtsperre, schon eigentlich nachher den ersten Träger versetzen können. Und so damit sind wir viel schneller und effizienter und brauchen rund die Hälfte weniger Autobahnsperre. Da kommt der Autofahrer natürlich sehr entgegen. Aber wie fühlt es sich an, um den grössten Kran der Schweiz zu bedienen? Es ist sicher imposant und auch eine Ehre, dass ich hier darf. Und es ist, im Prinzip ist es nachher, irgendwann ist es Arbeit wie alle anderen, oder? Alle anderen arbeiten mit dem Pneukranen. Aber es ist halt einfach alles viel grösser. Aber wie gesagt, also ich fahre auch gerne mit einem kleinen Kranen umeinander. Der Peter Stricker ist die Idealbesetzung. Er ist schon seit 36 Jahren Kranwagenchauffeur und macht es immer noch mit Leidenschaft. Von seiner jahrelangen Erfahrung kann er viel profitieren. Also ich habe sicher hier, wo wir den bekommen haben, eine Ausbildung bekommen, also eine Schulung auf dem Gerät, aber nachher hat man da mit der Erfahrung beim Arbeiten kommt man da wieder auf neue Sachen, die man vorher nicht kennt hat. Der Kran ist so schwer, dass seine Stützen 25 Meter tief in den Boden hineingehen, damit er nicht einsinkt. Aber auch in der Höhe muss er natürlich gesichert werden. Also Wind ist ein grosses Thema. Wir haben das müssen analysieren, wie das ist. Also wenn es jetzt wird zu fest windet, dann müssten wir den Ausleger ablegen, komplett. Und das werden wir machen, Richtung Olmenhalle 2 führen. Und für das sind die Schuhe schon vorbereitet, wo man jetzt, wenn es Böen stark wären, könnte man absenken auf den Boden und fixieren, sodass sicher nichts passiert. Wer den Kran in Aktion sehen will, kann eine Baustellenführung buchen. Die Nachfrage dafür ist riesig. Der gigantische Kran ist noch bis am 26. Oktober auf der Ulmer Baustelle im Einsatz.